Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur Folge 26 von Minecraft Sky Factory. Ja, ihr seht hier Mark Marik. Danke, bis bald. Mark Marik, das ist ein neuer Spieler, der hier dabei ist. Ich muss hier mal kurz ausleuchten. Ich habe hier jetzt gerade mal schon wieder zwei Decken eingezogen. Und wir bauen uns jetzt ein warte, was wollte ich bauen? Eine Auto Soul Sand Farm. Leckt es hier wieder? Hallo. Ah. Toll. Jetzt. Hä? Was? Los. Hier. Ja, es hat geleckt. So, hier haben wir Wasser. Na, ein paar Solzent haben wir gerade produziert. Jetzt müssen wir oben diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Warum leckt das? Mach mal aus. Hallo? Irgendwas verursacht Lecks. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass. Hallo? Dass der Kollege nebendran die ganze Zeit seine doofe Baumfarm laufen hat. So. Wir brauchen dazu ein. Das hier. Und das da. Also so ein Mycelium. Das hatten wir ja vorne schon mal aufgebaut. Dann kommt. Ah, jetzt haben wir. Muss man gerade mal gucken. Hier soll ein Fass hin. Da soll Insert werden und da oben komme ich jetzt nicht dran. Schade. Ich glaube, ich kann hier aufmachen, dass ich da dran komme. Er soll immer raussaugen. Hier muss frei werden. Da muss man nämlich das Wasser zuführen. Das werden wir mal probieren mit einem Fluid Conduit. Davon sollte ich noch ein paar haben. Oder nicht? Doch, hier. Ich weiß aber nicht, ob der einfach so raussaugen kann. Also irgendwie habe ich hier ein paar Lecks. Weiß nicht, ob das. Nein, geht nicht. Dann müssen wir hier einen. Oh, Aktivator. Nee. Oh, wie heißt denn der? Fluid. Den hier. Fluid Transposer. Nee. Oh, wie hieß denn die Maschine, die rundum Wasser ansaugen kann? Ich glaube, das war der. Warte mal, gibt es hier eine Pump? Endothermic Pump. Mana Pump. Fluid Pump. Günstig. Wie hieß denn diese Maschine, die von zwei Seiten Wasser braucht? Water.
Ich dachte, der hieß irgendwas mit Auto. Ist das dieser Fluid Transposer? Wir probieren es einfach mal aus. Außerdem kommen da oben, warte mal, wir haben gar kein, brauchen wir auch nicht mehr, wir brauchen noch einen Hopper. Einen Hopper. Einen Hopper, ein Fass brauchen wir noch. Und ein Barrel. So, und dann wollten wir diesen Fluid Transposer bauen. Na, Moment, erst brauchen wir noch so ein Tin Gear. Glas. Da haben wir noch vier. Was ist denn heute los? Einen Bucket brauchen wir oben, das weiß ich noch. Ein Glas und Kupfer und dieses Teil. Davon haben wir nichts mehr. Kupfer, Gold. Das nehmen wir auch mal mit, wenn es gehen würde. Tut es aber nicht. So, der schiebt das jetzt alles hier rein. Na, egal. Wir haben nämlich schon viel zu viel. Zeug hier fabriziert von Stein. Das wird jetzt gerade alles vernichtet. Alles egal, wir haben genügend. Einmal hier hin. Dann Kupferräder brauchen wir noch. Was habe ich denn hier alles im Inventar? So, Kupfer. Geht zum Glück wirklich so. Kupferzahnräder und nochmal zwei Glas. Das geht sogar mit diesem Glas. So, dann haben wir den Fluid Transposer. Ich hoffe mal, dass der wirklich so funktioniert. Weil die Sache ist dass wir dafür Strom brauchen werden. Und Strom haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt von unten ansaugt. Das hier ist unten, das ist oben. Funktioniert. Extrakt. Wir müssen da gleich mal irgendwie eine Stromquelle hinstellen. Oh, das ist wirklich lästig mit den Lecks heute. Das nervt. Hat.
Stromquelle holen. Dann können wir eigentlich bloß den da nehmen. Moment. Ach, und der ist jetzt. Doch, der ist voll. Ich dachte, der wird jetzt leer. Mir geht es erstmal darum zu testen, ob es funktioniert oder nicht. Mach dich mal aus. So, der kriegt Strom. Saugt aber kein Wasser an. Ah, wie hieß denn dieses Teil? Wie hieß das? Wie hieß das? Wie hieß das? So lange überlegt und Google zu Hilfe gezogen. Wir brauchen einen Accumulator. Das war dieses Teil, was ich eigentlich gesucht habe. Akumo. Ja, den brauchen wir. Und dann hauen wir hier mal das raus. Das auch, das auch. Das war jetzt alles unnötig. Vielleicht brauchen wir es trotzdem irgendwann. So, Eisen. Nein. Eisen oben und unten. Und Glas haben wir wieder keins mehr. Glas und ein Redstone. Dann brauchen wir noch ein Tin Gear und zwei Kupfer Gears. Yep. Ich habe wieder keinen Platz hier im Inventar. Zweimal Kupfer. Dann müssen wir das hier noch so umbauen. Und dann haben wir es jetzt bald. Eins Server der Pumpendinger und ein Bucket brauchen wir noch. Tada! So, jetzt. Das ist diese Maschine, die ich eigentlich von Anfang an bauen wollte. Seht ihr? Wasser kommt rein, ohne dass Strom fließt, weil ich wusste doch, dass es ohne Strom geht. Hallo? Wollte ich nicht. So. Das war die Geschichte. Insert. Haha, transforming. Aber was transformiert er denn jetzt?
Aber ich habe doch da eigentlich in das Fass noch gar nichts reingemacht. So, F7 hier ist clean, alles gut. Oder habe ich da doch was reingemacht? Ich dachte eigentlich nicht. So. Ach, das Wasser transformiert sich. Okay, dann passt es ja. So, dann kommt hier der Hopper drauf. Hier ein Barrel hin. Und dann holen wir mal Sand. Gut, ich denke, wir machen jetzt hier gleich nochmal ein paar Tanks. Wie viel brauchen wir denn noch? 2, 4, 6. Oh Gott. Können wir hier das noch ganz schnell machen, bitte? Nee, doch. Aber da ist nicht das Glas. Und da haben wir auch keine Glasbänder mehr, also lass mal das. Sondern wir nehmen hier nach Möglichkeit. Ach, jetzt komm, nerv mich nicht. Das laggt schon wieder mega. Ach Mann. Warum fliege ich denn die ganze Zeit raus? Gut, wir haben soweit alles. Hier oben kommt jetzt Sand rein. Wenn es irgendwann mal geht. Und hier haben wir auch schon ein Soul Sand. Also, es funktioniert. Das gibt's nicht, hey. Wenn ich jetzt wieder rausfliege, dann ist Feierabend. Komm, schmeiß mich raus. Ich habe keine Lust mehr. So, jetzt machen wir noch eine Schönheitskorrektur. Nach Möglichkeit heute noch und nicht erst morgen. Und das ist das hier. Ja. Dass das alles so ein bisschen eingebaut ist. Und da kommt nachher auch noch Cobblestone hin. Das Wasser wird jetzt immer umgewandelt in dieses Witchwater Bucket, Witchwater. Und durch den herabfallenden Sand wird es zum Dings, zum Soul Sand und der wird hier gesammelt. Also alles gut soweit. Das funktioniert. Und ich bin zufrieden.
gucken mal, ob man die Erdfarm hier auch noch reinpflanzen. In der nächsten Folge allerdings erst, weil für heute ist schon wieder recht lang geworden. Fast 30 Minuten. Ich werde ein bisschen was zusammengeschnitten haben. Aber trotzdem, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, ciao, Minecraft.